Freunde und herzlich willkommen zu Pinchon Meyers Küche. Und zwar heute möchte ich euch mal was zeigen, was ich so zwischendurch mal mache. Und da ich zwischendurch einfach mal was heftig Deftiges zum Essen, aber auf eine ganz coole Art und Weise. Jeder von euch kennt Nussschnecken, Rosinenschnecken, Apfelschnecken, was es sonst noch so gibt. Und ich mache heute eine Schinken-Käseschnecke. So, dazu habe ich einen fertigen Blätterteig gekauft, weil Blätterteig selber zu machen ist ewig viel Arbeit. Und zweitens, es dauert auch viel zu lange und kostet viel mehr, wie wenn ich den fertigen für 1 Euro kaufe. So, wo der her ist, ist ja scheißegal. Backofen habe ich schon vorgeheizt auf 230 Grad. Das brauchen wir nämlich. Auf 220 Grad. Genau, man rollt den einfach aus. Die sind dann schon auf so einem Backpapier. Man kann den dann schön ausrollen. Und dann belegt man den Blätterteig einfach mit Schinken. Das geht ruckzuck. Und es schmeckt verdammt lecker. Und kostet nicht viel. Und dann nimmt man gleich Käse. Käse habe ich so einen Käseaufschnitt, damit mehr Gewürz reinkommt vom Käse her. Gut, jeder kann sich dann den Käse nehmen, wo er meint. Weil der eine mag keinen Tilsiter, der andere mag keinen Emmentaler oder. So, wenn man sieht, eine Packung Schinken, eine Packung Käse reicht für eine Rolle. So, dann fangen wir an, die Rolle einzurollen. Das wird natürlich am Anfang ein bisschen schwierig, weil der Käse natürlich recht hart und steif ist. Gut. So, und dann fangen wir an, einfach das zusammenzurollen. Schatz, hast du die Aufnahme alles? Mhm. Gut. So, und dann haben wir hier unsere Rolle. Wir müssen nur hier am Ende ein bisschen zusammendrücken, damit es auch zusammen bleibt. So, dann nimmt man einfach ein handelsübliches Messer und fängt an, hier kleine, so 2 cm Ding zu schneiden. Weil die gehen im Ofen noch ein bisschen auf. Darauf achten, wenn ihr den Teig aus dem Kühlschrank, den solltet ihr 10 Minuten bevor ihr ihn verarbeitet raustun, damit er sich gut schneiden lässt und dann nicht dran, sich zusammendrückt beim Schneiden. So wie hier jetzt in der Mitte. So. Gut, man kann dann auch noch Gewürze reintun, Kräuter reintun. Man kann das Ganze auch mit Schinken, Lackspinat machen, habe ich auch schon gemacht. Bei Verena, also meine Frau, dafür voll drauf steht. So, aber jetzt haben wir unsere Rollen. Und dann einfach auf Backpapier drauf. Ja, komm. So. Ein bisschen auseinander machen, weil die gehen nicht noch auseinander mit dem Blätterteig. Ups, fällt ja fast auseinander. So. Also wie ihr seht, man braucht nicht viel. Es dauert auch nicht lange. Längste, was dauert, sind die 30 Minuten oder 20 Minuten seid ihr im Backofen. So, gut. Ja, komm. Gut, so, dann haben wir das fertig. Soweit. Alles auf dem Backblech und dann schieben wir es einfach in den vorgeheizten Ofen und wartet 30 Minuten und dann ist dann runter auf 1200 Grad, das passt dann. So, gut, wir sehen uns dann, wenn es fertig ist, in ein paar Minuten. Bis dann. So, hallihallo, Lüche, da sind wir wieder und die Schneckchen sind fertig. Die hole ich jetzt raus. So. Jetzt gehen wir mit der Kamera drauf. So schauen die aus, wenn sie fertig sind, mit Käse-Schinkenfüllung. Ich würde jetzt am liebsten schon reinbeißen, aber die sind jetzt noch verdammt heiß. Aber hier können sie schon, hier sehen wir, wie sie ausschauen. Hast du das drauf, Schatz? Mhm. So, wir müssen dann einfach zum Abkühlen. Wenn wir sie einfach, tue ich sie immer einfach auf den Teller drauf, dann können sie abkühlen. Und wie gesagt, da kann man einen füllen. Manche wollen es süß, ich habe das auch schon mit Mandeln gemacht. Mandeln oder Nüsse und Zucker zusammengemischt. Dann kann man auch mit, wie ich vorher schon gesagt habe, mit Spinat oder Spinat und Lachs, was meine Frau sehr gern isst. Und was kann man noch machen, Schatz? Rosinen, Äpfel. Hackfleisch. Man kann es also süß essen, Hackfleisch zum Beispiel auch. Also mit Hackfleisch. Ups, 2 Jahre drunter. Gut, so. Ja,
das war jetzt mein allererstes Video, was ich so koche. Also kochen mit John Meyers. Ich werde sowas jetzt öfters machen, so Kleinigkeiten euch einfach vorstellen. Und dann, ja, mal gucken, wie das bei euch ankommt. Also ich würde mich über Like freuen, Abo sowieso. Und ja, ich wünsche euch dann ein schönes Wochenende. Gut, tschüss.